An dieser Stelle möchte ich mich mal ganz herzlich bedanken bei Ihnen für die viele Post, die Sie uns schicken und den Zuspruch, den Sie uns geben. Ich finde das nämlich toll. Sie merken, dass wir hier immer ziemlich gute Laune haben. Wir haben nämlich ein tolles Team, das haben Sie auch gemerkt. Sie haben sogar geschrieben, das scheint familiär zu sein. Das ist auch so hier bei uns. Und damit Sie das mal sehen, dass hier wirklich Menschen arbeiten, zeige ich Ihnen mal zwei Kameras. Da stehen Menschen dahinter, das sind keine starren Kameras, sondern da stehen richtig nette Menschen dahinter. Hier ist zum Beispiel die Kamera 3 mit Paul. Und das ist die Kamera 1 mit Matthias. Ne? Und das ist die Kamera 3 und das ist die Kamera 1. Das ist die Kamera 3, die 1. Die 3, die 1. Die 3, die 1. Die 3 und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Produkt. Wenn Sie gerne Musik hören oder Fernsehen oder Radio hören, da haben wir jetzt eine super Hilfe für Sie, wenn Sie sagen, ich möchte das alles ein bisschen lauter haben. Ich bin so einer, ich mag es gern, sehr, sehr laut und das ist sehr, sehr laut, was wir hier haben. Das heißt, Sie können natürlich einstellen, wie laut Sie es haben möchten. Aber was rede ich denn? Ich habe ja Ann-Kathrin da und die hört es auch gerne sehr, sehr laut. Oh ja, ich höre sehr gern laute Musik und natürlich schaue ich auch sehr gern meinen Fernseher ganz laut, meine Lieblingsserie oder meine Lieblingssendung. Das Problem nur ist, ab und zu habe ich dann ein bisschen Ärger mit den Nachbarn, weil wir haben so dünne Wände und dann klopfen die auch gerne mal und sagen, oh, Frau Kosch, ein bisschen leiser bitte. Ja. Oder ich hole die Polizei. Oder so, im schlimmsten Falle. Nein, oder auch zum Beispiel, wenn ich mit meinem Vater mal einen Film schauen will und der möchte aber gerne lieber ein Buch lesen, Dann ist das natürlich auch nicht so schön, weil man ist abgelenkt, wenn dann nebenher noch der Fernseher läuft. Und dann gibt es ja die Leute wie bei dir beispielsweise, du hast ja nicht nur schlanke Beine, sondern du hast auch schlanke Wände, ne? Ja. Und da geht natürlich einiges direkt durch, oder? Ja, das außerdem. Und deswegen habe ich heute das optimale Gerät nämlich für dieses Problem mitgebracht. Das ist nämlich ein kabelloser TV-Infrarot-Kopfhörer. Das heißt, kabellos, ne? Baumelt hier nichts rum, kein Kabel. Und der lädt sich über Infrarot, also hat er diese Ladestation, die haben wir hier unten. Mhm. Das stecke ich nämlich jetzt eben mal hier auf. Ja. So. Und so wird das geladen über Infrarot. Das heißt, wenn ich jetzt vorhabe, mal eine Sendung zu schauen, ein bisschen lauter. Ja. Oder vielleicht habe ich auch schon, oder meine Oma zum Beispiel, die hat dann... Die hat keine laut Beatmusik, oder? Genau. Nein, aber auch zum Beispiel ältere Menschen, die nicht mehr ganz so gut hören können, für die ist das zum Beispiel auch sehr optimal. Also eigentlich für alle Generationen. Für alle Generationen. Aber besonders gut für Leute, die eben tatsächlich etwas lauter hören müssen. Genau. Und das demonstriere ich jetzt mal eben, wie das einfach angewandt wird. Ich stecke mir das einfach hier so rein. Mhm. Und ich höre jetzt trotzdem noch meine Umgebung. Mhm. Also ich kann alles noch mit, auch wenn du mit mir erzählst. Oder wenn es klingelt an der Tür. Oder wenn es klingelt an der Tür. Ja. Und das geschieht dank dieser kleinen Steckerchen hier. Ja. Genau, Ohrstöpselchen. Und das heißt, ich bekomme meine Geräusche, die um mich herum sind, bekomme ich problemlos mit und kann natürlich trotzdem meine Lieblingssendung problemlos schauen. Das ist nämlich eine echt tolle Erfindung, muss ich mal zugestehen. Das Gleiche gilt natürlich für Musik oder Radio. Ne? Also wenn Sie sowas gerne lieber lauter hören, Ihren Lieblingssender beispielsweise, dann können Sie damit auch rumlaufen. Das ist das Schöne. Man kann bis zu 55 Meter im Raum sich bewegen, frei. Richtig. Und das ist eine tolle Sache, finde ich. Und noch besser. Dieses Gerät, dieser Kopfhörer, kann bis zu 120 Dezibel ordentlich für Bums sorgen, für Lautstärke. Wenn wir das mal vergleichen, zum Beispiel mit einem iPod, das kennen Sie ja, dieses kleine Ding, wo man Musik hören kann, da ist die maximale Lautstärke 85 Dezibel. Da kannst du dir vorstellen, wenn das 120 bei 85. Dezibel hat. Ja, genau. Ist ja auch eigentlich richtig so, aber wie gesagt, wenn man zum Beispiel unter Problemchen leidet. Man muss natürlich dabei sagen, 85 ist schon eine Menge. Ist schon eine Menge, aber genau. Aber 120, das ist ein Drittel mehr. Das ist ordentlich, genau. Mein lieber Freund. Wie gesagt, hier hören Sie deutlicher und lauter TV, ohne natürlich andere zu stören. Das ist ja auch wichtig, wie ich das gerade schon geschildert habe mit meinem Papa. Partner, Nachbarn. Ja, genau. Ja. Ist eine super Sache. Oder manche haben ja auch zum Beispiel im Bett, also im Schlafzimmer, einen Fernseher und möchten dann, der eine Partner möchte lieber ins Bett gehen. Vielleicht möchtest du ja manchmal noch einen Film schauen und deine Frau möchte aber schon schlafen, weil sie am nächsten Tag zeitig raus muss. Und da wäre sowas auch optimal, damit du deinen Partner nicht störst. Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen, weil das ärgert mich wirklich, weil die immer sagt, leiser. Ja. Schenke ich dir. Ne? Schenke ich dir einen Kopfhörer. Und ich muss dann, hä, was hat der gesagt? Das ist genau. Ja, und genau nicht das nur Richtige. Das Gerät an sich ist schon mal Wahnsinn. Ich komme noch mal ganz kurz hier zu meiner Ladestation zurück, beziehungsweise zum Akku. Mhm. Der ist nämlich extrem schnell im Laden. Der braucht gerade mal 3 Stunden zum Laden. Und wenn der dann einmal vollgeladen ist, wenn er seine Energie getankt hat, dann können Sie bis zu 10 Stunden fernschauen, ohne Unterbrechung. Überleg mal, 10 Stunden mit deinem Handy, wenn du da spielst. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. 10 Stunden können Sie also wirklich... Also 3 Stunden later, das ist schnell. Ja. Der ist in 3 Stunden voll. Richtig. Das schaffe ich noch nicht mal. Ich schaffe das locker. Nein, und 10 Stunden darfst du dann hören. Ja, genau. Und hier unten haben wir das Kabel, das ist angeschlossen. Ja.
Netzkabel gibt's zum dazu? Einen, genau. Mhm. Und hier ist natürlich das Kabel, was am Fernseher angeschlossen wird, genau, richtig. Und dann können Sie ordentlich Musik hören. Und es gibt noch, hier guck mal, 4 Ohrstöpsel extra. Richtig, genau, die gibt's extra noch dazu. Falls Sie die anderen mal irgendwo haben liegen lassen. Toll, ne? Können Sie extra noch. Wunderbar. Und der Preis ist natürlich auch klasse. Unsere Einkäufer sind wirklich spitze. Die drücken so lange runter, bis es mundgerecht ist für Sie zu Hause. Und deshalb kleiner Preis, große Leistung. Gerade hier sehr, sehr laut. Genau. Also können Sie sehr, sehr laut stellen. Ist ja ein Rädchen dran. Ja. Können Sie am Rad drehen. Ja, genau, das Rädchen, das habe ich ganz vergessen. Hier ist das Rädchen für die Lautstärke. Mhm. Können Sie dann wählen. Und man soll ja eigentlich, sprechen ja Frauen nicht so gern über das Gewicht, aber in dem Falle tue ich das gern, weil das ist eigentlich fast nicht der Rede wert. Das ist so leicht, das wiegt gerade mal so viel wie eine halbe Tafel Schokolade. Aber wer hängt sich schon eine halbe Tafel Schokolade in die Ohren? Genau, also wenn ich das trage, kann man schnell mal vergessen, dass ich das gerade noch im Ohr habe und man könnte es zum Beispiel suchen, weil es ist wirklich sehr leicht. Und dadurch, dass es kabellos ist, kann ich auch mich bequem hin und her bewegen, ohne dass mich da irgendein Kabel stört. Ja, also denken Sie dran, wenn Sie das Gerät nach Hause bekommen, testen Sie langsam, wie laut das wird. Nicht, dass Sie da einen Schock kriegen. Ne? Genau. Also es ist wirklich sehr, sehr laut. Richtig. Und wie gesagt, Sie können hier deutlich und lauter TV hören und schauen, ohne andere zu stören. Und wir haben hier einen Kinnbügelhörer für individuelle Lautstärke, den haben wir hier schon gezeigt. Mhm. Und einen großen Hörbereich von bis zu 55 Quadratmetern freie Fläche. Das ist natürlich sehr viel. Eine Menge. Und ein bequemer Lautstärkeregler direkt am Kopfhörer. Und natürlich die maximale Lautstärke, haben wir ja gerade schon gesagt, sind 120 Dezibel. Das ist wirklich Wahnsinn. Mhm. Und ein aufladbarer 10-Stunden-Akku mit Lithium-Polymer-Technik. Der hat eine Ladezeit von 2 bis 3 Stunden und hält natürlich mehrere Jahre lang. Und wir haben ein bequemes Aufladen an der Ladestation. Das funktioniert über Infrarot, haben wir ja schon gesagt. Und natürlich die 2 Silikonkappen für ein bequemes Sitzen am Ohr, ohne natürlich die Umgebungsgeräusche abzuschotten. Ja, das dazu. Und wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, leichter als eine halbe Tafel Schokolade, um die 57 Gramm. Wenn Sie also Ihr Fernsehen lauter brauchen, dann ist das genau das Richtige, denn hier haben Sie eine Hörhilfe bis zu 120 Dezibel und das ist deutlich lauter. Und es ist so leicht, dass Sie suchen können und merken plötzlich, ach, ich habe es ja um. Ne? Also es kann ja sein, dass Sie suchen im Raum und Sie haben es in Wirklichkeit in den Ohren und haben es gar nicht gemerkt, ne, wie leicht dieses Gerät ist. Der Partner wird nicht gestört und Sie haben Polymer-Akku, 3 Stunden lädt das auf. Das ist also die neueste Generation der Akkus überhaupt. Hier haben Sie wirklich das allerneueste. Und das möchte ich Ihnen nochmal sagen, dass Sie da wirklich ganz auf der vorderen Seite sind. Entweder Fernsehen oder Musik oder Radio. Denken Sie dran, Mietwohnung, Nachbarn und so, die stören Sie alle nicht. Sie haben kein Kabel, Sie sind frei beweglich. Und wenn Sie schlecht hören, dann ist das genau das Richtige. Ja? Also ideal für Leute, die schlecht hören und natürlich auch für ältere Herrschaften. Ja. Ansonsten für alle Generationen. Das ist richtig ein tolles Gerät, wo ich nicht mehr warten würde an Ihrer Stelle, sondern gleich bestellen. Bei diesem Gerät haben Sie nicht nur ein Markengerät, sondern das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ganz klasse. Sie werden über den Preis überhaupt nicht mehr stolpern, wenn Sie es einmal probiert haben. Und noch was, es ist natürlich auch etwas, was man wunderbar verschenken kann an jemanden, den man gerne hat oder an den Ehemann, der immer so laut hören muss. Dann haben Sie Ihre Ruhe, können stricken oder einen Roman lesen. Und ich verschenke es jetzt an dich, weil du ja gesagt hast, ihr habt das Problem auch im Schlafzimmer, dass einer Fernsehen schauen will. Was? Ihr habt auch das Problem im Schlafzimmer. Dass einer Fernseher schauen will und der andere schlafen will, deswegen schenke ich dir das jetzt. Das ist aber nett. Ja. Dass sie das darf, auch. Ne? Ja. Okay, alles klar. So. Einkassiert. Ja, ich würde sagen, wir fassen mal zusammen und sehr Sie dürfen schon mal anrufen. Genau, rufen Sie an für unseren TV-Hörunterstützung, denn es ist nämlich für alle, die besser hören wollen und der hat einen riesigen Hörbereich von bis zu 55 Quadratmeter und natürlich die kabellose Tonübertragung. Dann haben wir den aufladbaren 10-Stunden-Akku, der hat eine Ladezeit von 2 bis 3 Stunden und der hält mehrere Jahre lang. Und natürlich die 2 Silikonkappen, die bequem am Ohr sitzen. Ja, zusätzlich gibt es noch 4 Ohrstöpsel als Ersatz sozusagen. Und jetzt ran ans Telefon, nicht mehr warten. Der Run geht wieder los auf dieses Produkt. Und das nächste Produkt haben wir schon vorbereitet. Und deshalb, meine Damen und Herren, rufen Sie jetzt schnell an, damit wir gleich Ihnen das nächste zeigen können. Tja, hier kommt eins aufs andere. Das hört nicht mehr auf. 24 Stunden rund um die Uhr. Das ist Pearl TV. Bestellen Sie jetzt.
zum besonders günstigen Pearl-TV-Preis. Einfach unter 0180 51 51 3x die 2. Oder auf www.pearl.tv. Und denken Sie dran, egal wie oft Sie an einem Tag bestellen, bei Pearl-TV bezahlen Sie nur einmal Versandkosten.